Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Wir lesen in der Bibel: Sagt den Verzagten, seid stark, fürchtet euch nicht. Seht euer Gott, er selbst kommt und wird euch retten. Hier spricht Magdalena Krönig aus Grünstadt. Hallo. Viele Menschen haben in diesem Jahr gelitten. Unter Krieg, Hunger, Verfolgung, Krankheit und Naturgewalten. Selbst hier in Europa tobt wieder ein Krieg. Sogar wir im reichen Deutschland müssen damit rechnen zu frieren. Und viele fragen sich, ob sie sich weiterhin das Nötigste zum Leben leisten können. Auch uns heutigen Menschen macht der Prophet Jesaja Hoffnung darauf, dass sich letztlich alles zum Guten wendet. Der feste Grund für diese Hoffnung kann das sein, was wir Christen im Advent erwarten: die Ankunft Gottes. Mit der Geburt Jesu Christi, in dem Gott Mensch und unser Bruder wurde, ist Gott in unsere Welt gekommen. Er hat den Tod und damit alles Unheil dieser Welt überwunden. Wir Christen vertrauen darauf, dass diese Geschichte wahr ist, dass nichts verloren ist und dass es im tiefsten Abgrund, im tiefsten Leid einen Grund gibt, in dem wir Ruhe finden. Aus der Geburt Christi, auf die wir uns im Advent vorbereiten, erwächst die Hoffnung, dass das Leben trotz aller Qual gut ausgeht. Herr, öffne mich. Gib mir ein bereites Herz und ein waches Auge, das im Glauben dich suchen und finden kann. Zeige mir deine Spuren. Lass mich erkennen, wo du mir täglich begegnest. In Menschen, Ereignissen, Dingen. Hilf mir, Zeit zu finden, die nur dir gehört. Zeit, die dazu da ist, still zu werden, dir Raum zu schaffen, auf dich zu hören. Lass mich glauben, dass du täglich bei mir ankommen willst und gib, dass ich dich erkenne und einlasse. Herr, hilf mir, Ja zu sagen zu deiner täglichen Ankunft. Amen. Gott segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.